Axurf steht für Datensicherheit. Wir sind ein Anbieter von Wiederherstellungsmöglichkeiten, für Business Continuity, für Hochverfügbarkeit. Und die Daten von unseren Anwendern, die wichtigen Daten, stehen dabei stets im Vordergrund. Wir wollen, dass unsere Anwender nie Daten verlieren, dass sie immer granular oder komplett und flexibel auf ihre Daten zugreifen können, egal was passiert. Und das ist wirklich sehr wichtig, weil man weiß nie, ob es ein einzelner Mitarbeiter, ein Systemfall, ein Ausfall von einzelnen Platten oder Servern oder vielleicht ein Gebäudebrand geben kann. Man muss in jedem Fall gewappnet sein, Daten wiederherzuholen. Ja, das Thema Cloud ist natürlich sehr wichtig für ArcServe, weil es gibt da mehrere Aspekte. Ein Aspekt ist, dass für kleinere und mittelständische Unternehmen plötzlich mit einer Cloud-Umgebung ein Disaster-Recovery-Fall oder eine Disaster-Recovery-Umgebung zur Verfügung gestellt werden kann, die sie sonst selber in einem zweiten Standort nie bezahlen könnten. Und damit haben sie eine Business-Continuity-Lösung, die im Prinzip normalerweise, was bei Ihnen in-house läuft, dann in der Cloud weiterlaufen kann. Entweder einzelne Systeme oder ganze Umgebungen, wie man zum Beispiel in einem Fall von Überflutung oder Gebäudebrand machen würde. Und auf der anderen Seite gibt es aber viele Anwender, die auch schon in ihrem normalen Produktivsystem hybrid zwischen lokalen Systemen und Cloud-Systemen arbeiten. Und für die ist es wichtig, dass die Datensicherung und Wiederherstellung auf beide Systeme, also auf Cloud-Systeme und die lokalen Systeme, übergreifend funktioniert und alles mit einschließt. Weil bei vielen haben wir das gemerkt, dass im Prinzip mit dem Wurf, mit dem Weg in die Cloud und dann Migration plötzlich Datenaufbewahrungskonzepte nicht mehr genau verfolgt wurden, weil es so das Gefühl gab, dass es jemanden anderen gibt, der dafür zuständig ist. Und in vielen Cloud-Umgebungen ist das nicht der Fall.